Diese Situation möchte niemand gerne miterleben. Ein Mensch verliert das Bewusstsein, liegt am Boden und bewegt sich nicht mehr. In diesem Moment rasen einem unzählige Gedanken durch den Kopf. Was muss ich jetzt tun? Wie geht diese Herzdruckmassage nochmal? Muss ich beatmen? Dieses Video ist der zweite Teil unserer Reihe zur Reanimation bei Erwachsenen. Im ersten Kapitel haben wir darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn jemand bewusstlos geworden ist, aber noch atmet. Wir haben die Atemkontrolle und die stabile Seitenlage kennengelernt. Wenn du zu diesen Maßnahmen mehr erfahren möchtest oder noch Fragen hast, dann sieh dir am besten zuerst unser Video dazu an und komme dann wieder zurück. Im zweiten Teil der Reihe geht es um den Fall, dass jemand bewusstlos ist und nicht mehr atmet. Im dritten Teil behandeln wir dann die Defibrillation bei bewusstlosen Menschen. Jedes Jahr sterben in Deutschland fast 70.000 Menschen am plötzlichen Herztod. In vielen Fällen sind Angehörige dabei, die helfen könnten. Zum Vergleich, alle Verkehrstoten in Deutschland zusammengerechnet übersteigt nicht die Zahl von 3.000 pro Jahr. Es ist also sehr viel wahrscheinlicher, dass du dabei bist, wenn jemand aus deiner Familie einen Herzstillstand bekommt, als dass du bei einem schweren Verkehrsunfall dabei bist. Die meisten Herzstillstände passieren zu Hause und fast in der Hälfte der Fälle sind Angehörige oder Freunde zugegen. Ohne eine schnelle Erste Hilfe überlebt fast niemand einen plötzlichen Herzstillstand. Schau mal hier. Die Überlebenschance eines Menschen, der aufgehört hat zu atmen, ist in den ersten Minuten noch relativ gut, sinkt jedoch danach rapide ab. Nach 10 Minuten hat man nur noch eine sehr geringe Chance, das Ganze zu überleben. Mit Erster Hilfe ist die Chance, einen Herzstillstand zu überleben, wesentlich größer. Daher sollte man keine Zeit verlieren, so schnell wie möglich mit der Herzdruckmassage anzufangen. Wenn jemand aufgehört hat zu atmen, heißt das immer auch, dass das Herz nicht mehr schlägt. Atmung und Herzschlag funktionieren nur zusammen. In der Ersten Hilfe musst du daher niemals nach dem Puls suchen. Der ist bei Bewusstlosen extrem schwer zu tasten. Kontrolliere nur die Atmung. Nimm dir dazu ungefähr 10 Sekunden Zeit. Stellst du in dieser Zeit fest, dass jemand noch normal atmet, dann muss das Herz auch noch schlagen. Atmet jemand jedoch nicht mehr, dann wird er auch keinen Puls mehr haben und keinen Herzschlag. Bevor du jedoch mit der Herzdruckmassage beginnst, solltest du dafür sorgen, dass jemand so schnell wie möglich den Rettungsdienst informiert. Wenn du aber einfach schreist, es muss mal jemand so schnell wie möglich den Rettungsdienst informieren, was würde dann wahrscheinlich passieren? Richtig, im schlimmsten Fall gar nichts. Das nennt man Verantwortungsdiffusion. Weil alle es machen müssten, macht es am Ende keiner. Besser ist es daher, du suchst dir eine Person heraus, die gerade in der Nähe ist und gibst wirklich den Auftrag, den Rettungsdienst zu rufen. Hey, du! Wer ich? Meinst du mich? Genau. Hör zu, komm näher. Hier, sieh mal. Na, willst du vielleicht den Rettungsdienst rufen? Wenn du den Rettungsdienst in der Leitung hast, lege nicht auf. Die Jungs und Mädels in der Leitstelle können dir während der gesamten Reanimation Hilfestellung geben und dich durch den weiteren Prozess leiten. Vorgehensweise bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Hallo, ich bin Patricia vom Erste-Hilfe-Zentrum Kiel. Ich werde euch heute eine Herz-Lungen-Wiederbelebung zeigen. Zunächst spreche ich die bewusstlose Person an. Hallo? Jonas? Hallo? Sie reagiert nicht. Um die Atmung zu überprüfen, überstrecke ich jetzt den Kopf. Dafür lege ich eine Hand auf die Stirn und die andere ans Kinn. Jetzt lege ich einmal mein Ohr über den Mund und die andere auf den Bauch, um zu spüren und zu hören, ob die Person atmet. Sie atmet nicht. Also muss jetzt ein Notruf gerufen werden. Dafür frage ich am besten eine andere Person, damit es schneller geht. Laura, bitte Notruf rufen. Als erstes legen wir den Oberkörper frei. Jetzt beginne ich mit der Herzdruckmassage. Den richtigen Druckpunkt findest du in der Mitte des Brustkorbes. Ich lege die Hand in die Mitte des Brustkorbes und die andere Hand gekreuzt darüber. Dabei achte ich darauf, dass meine Arme gestreckt sind. Ich beuge mich nach vorne
und komprimiere den Brustkorb ca. 5 cm. Das tue ich dann 30 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30. Jetzt beatme ich ihn zweimal. Dafür überstrecke ich den Kopf. Nase zuhalten, andere Hand ans Kinn, Mund öffnen. Wie ihr seht, habe ich dabei auch immer darauf geachtet, ob sich der Brustkorb dabei hebt und senkt. Nun komprimiere ich den Brustkorb noch 30 Mal. Dafür kann dir jetzt auch der Song von den Bee Gees Stayin' Alive helfen. Hand wieder in die Mitte des Brustkorbes und ha, 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 stayin' alive, stayin' alive, ha, 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 stayin' alive, stayin' alive, ha, 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 stayin' alive. So, dann wieder den Kopf überstrecken, Nase zu, Mund öffnen und zweimal beatmen. Das Ganze machen wir jetzt so lange, bis der Rettungsdienst da ist. Die Herzdruckmassage funktioniert, weil das Herz nicht auf der linken Seite liegt, sondern genau in der Mitte des Brustkorbes. Schau mal hier. Das Herz ist eingeklemmt zwischen zwei Knochen. Oben dem Brustbein und unten der Wirbelsäule. Wenn du deine Hände auf die Mitte des Brustkorbes legst und kräftig runterdrückst, dann komprimierst du den Brustkorb und das Herz wird zusammengedrückt. Das Blut aus dem Herzen wird dadurch ins Gehirn gedrückt. Wenn man wieder loslässt, dann kann sich das Herz wieder füllen. Man sieht also, dass das Loslassen genauso wichtig ist wie das Runterdrücken. Durch die Herzdruckmassage wird das Blut durch den Körper ins Gehirn gepumpt. Entferne alle Kleidung, egal ob Mann oder Frau. Die Stelle zum Drücken befindet sich manchmal genau dort, wo der BH im Weg sein kann. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht unangenehm erscheint, niemand hat ein Problem damit, wenn du bei einem Notfall die Kleidung entfernst. Die Person liegt auf der Straße und wird ohne deine Hilfe die nächsten Minuten nicht überleben. Da ist es völlig egal, ob sie einige Minuten mit freiem Oberkörper daliegt. Muss bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung beatmet werden? Lange Zeit hat man in der Ersten Hilfe einen starken Fokus auf die Beatmung gelegt. Mittlerweile wissen wir aber, dass die Beatmung von ungeübten Ersthelfern bei weitem nicht so wichtig ist wie die Druckmassage. In den ersten Minuten ist es entscheidender, auf den Brustkorb zu drücken, da das Blut noch mit Sauerstoff gesättigt ist. Die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Person mit Herzstillstand hängt ganz wesentlich davon ab, wie frühzeitig die Wiederbelebung begonnen wird. Die Vorstellung, beatmen zu müssen, führt oft dazu, dass Menschen zögern und nicht schnell genug handeln. Außerdem kann die Beatmung für Leute, die das nicht regelmäßig üben, doch recht schwierig sein. Auf den Brustkorb zu drücken, das kann hingegen wirklich jeder. Viele Organisationen, wie zum Beispiel die Deutsche Herzstiftung, empfehlen daher mittlerweile, auf die Beatmung komplett zu verzichten. Der empfohlene Ablauf ist: prüfen, rufen, drücken. Also ganz einfach drei Schritte. Werden bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung Rippen gebrochen? Normalerweise bricht man bei der Herzdruckmassage keine Rippen. Das ist so ein typischer Mythos, dass nach dreimal Drücken der Brustkorb bricht, die zersplitterten Rippen durch das Herz ins Rückenmark gespießt werden. Das kann nicht passieren. Der Brustkorb ist doch relativ elastisch. Und selbst wenn etwas knackt, sind es meist nicht die Rippen, sondern die Knorpelverbindung am Brustbein, die Geräusche macht. Natürlich ist es theoretisch möglich, dass etwas bricht, aber selbst wenn das passieren sollte, ist das nicht schlimm. Denn unser Patient ist ja bewusstlos. Der bekommt das ja überhaupt gar nicht mit. Und wenn ihr auf den Brustkorb drückt und die Person sagt plötzlich, oh, aua, das tat jetzt aber ein bisschen weh, dann würde ich an eurer Stelle grundsätzlich mal überlegen, ob ihr gerade die richtige Maßnahme hier durchführt. Wie lange muss die Herzdruckmassage durchgeführt werden?
Die Herzdruckmassage muss so lange durchgeführt werden, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie kann nach einigen Minuten sehr anstrengend werden, daher ist es immer hilfreich, sich abzuwechseln. Es ist normal, dass die betroffenen Personen während der Herzdruckmassage nicht wieder aufwachen. Ein Herzstillstand kann nicht allein durch Drücken auf den Brustkorb geheilt werden. Wenn ihr also einige Minuten auf den Brustkorb gedrückt habt und es passiert nichts, dann heißt das nicht, dass ihr etwas falsch macht. Dass die Leute nicht reagieren, ist völlig normal. Ihr könnt bei der Herzdruckmassage nichts falsch machen. In der Praxis ist es völlig egal, ob ihr 100 Mal pro Minute auf den Brustkorb drückt oder 120 Mal. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist nichts zu machen. Die meisten Menschen wachen erst durch Medikamente auf oder wenn sie defibrilliert werden. Und das sehen wir uns in dem dritten Teil der Serie an, in dem wir uns mit der automatischen Defibrillation beschäftigen.